Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne! Ja, der Mörder, die Nonne, hat sich mal wieder ein weiteres Opfer geholt. Die alte Frau, da habe ich ein Beruhigungsmittel gefunden. Ja, die böse Nonne ist es, ne? Ja, ja, du bist es. Du tötest alle Menschen hier. Leute, mal ernsthaft, glaubt ihr, ich habe nicht geschnallt, wer der Killer ist? Das wurde mir jetzt leider mehrfach gespoilert. Also, was passiert, wenn ich den Mörder angreife? Finde ich ein bisschen schade. Finde ich ein bisschen sehr schade, aber was soll ich machen? Dafür lese ich halt eben die Kommentare alle, ne? Naja. Ich werde mich gleich darum kümmern, keine Sorge. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen rausteasern, weil... Es wurde mir schon sehr früh gespoilert und ich troll ja gerne mal dann Leute, die mich spoilern. Ja. Oder immer wieder auf was hinweisen, was ich schon gehört habe. Mann, 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 Leute. Nee, ist echt nicht gut. Auf jeden Fall will ich nochmal versuchen, in der Werkstatt hier, unten auf diese Plattform zu kommen. Um dann die geheime Tür zu erreichen. Da habt ihr mir jetzt auch mehrfach von erzählt. Und ich will das jetzt endlich mal nachholen, weil sonst schreibt ihr das wahrscheinlich noch in 20 Parts. Je nachdem, wie lange das noch geht. So, ihr seht, ich bin schon hier bestimmt 5-6 Mal gestorben, weil ich versucht habe, da runterzukommen. Ich habe immer noch nicht den blassesten Schimmer, wie ich das erreichen soll. Warte mal, vielleicht wenn ich hier... Nee, dann falle ich da bestimmt durch, oder? Ich muss nämlich versuchen, auf diese Plattform hier unten zu kommen. Und dann darüber zu fallen. Da unten ist nämlich die Tür, seht ihr? Das ist gerade jetzt direkt unter mir in der Mitte. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Wenn ich direkt davor bin, sieht man's. Aber ich glaube, das wird so nicht klappen. Ich habe es nämlich hier schon 3-4 Mal versucht, rüber zu springen von da unten. Also springen ist mal überhaupt keine Option. Da werde ich auf jeden Fall vorbeifallen. Nein. Okay, seht ihr, jetzt bin ich hier gelandet. Und ich habe eh nur noch 500 Loot-Echos. Guck mal, darüber muss ich. Hier ist die Tür, seht ihr? Wie soll ich denn da hinkommen, sag mal? Man kann hier echt nicht springen. Ich glaube, ich muss von der Plattform dort oben, ganz oben auf diese, dann auf diese irgendwie und dann hier runterfallen. Das kostet mich zwar eine Menge Leben und mir wurde schon gesagt, ich werde das nicht schaffen von der Lebensenergie. Aber ich versuche das natürlich. Warte mal, von hier klappt das da? Ich habe es nämlich von den Balken hier probiert. Das geht schon mal gar nicht. Das ist viel zu kurz, der Abstand. Wenn ich jetzt hier springe vielleicht? Warte mal, das wird nicht klappen, Leute. Ich weiß es. Warte mal, ich sehe gerade nichts. So. Ne, das geht nicht. Das geht nicht. Da ditch ich einmal ab und sterbe. Kacke! Richtige Kacke ist das. Ne, also ihr könnt mir glauben, ich habe das jetzt echt ein paar Mal versucht und habe das nicht hinbekommen. Das ist ein bisschen filmschig da mit dem Springen. Wenn ihr einen Weg wisst, wie das denn richtig gut geht, dann schreibt mir das bitte. Ihr habt es, glaube ich, schon mal getan, aber mehr so, ja, ne, da kann man mal da und dahin, aber gut. Ja, der Typ hier draußen, das ist wohl ein Biest, wurde mir gespoilert. Und deswegen werde ich da Feuer nutzen. Mal sehen, ob es was bringt. Und Ludwigs Gewehr. Na du Arsch, hat's dir geschmeckt? Oh, ihr wieder. Ihr kommt gerade richtig. Ich hab wieder was. Seht ihr? Aha. Oh je, ihr könnt einfach nicht genug bekommen. Oh nein, das verstehe ich. Ich bin auch so. Ja, denn er kann nicht in die Kirche. Der heilige Weihrauch hält das Böse fern. Trotzdem schafft er es aber, die Menschen darin zu töten. Ich werde mal eine nutzen, so eine Bestienbluttablette. Und... Ich verhauen werde ich auch noch. Oh, ihr seid ja... Oh Gott. Verrückt. Ihr trinkt das Blut der halben Stadt und jetzt das. Und ihr redet vom Bestien. Ach du Scheiße. Ihr Jäger seid die wahren Mörder. Ja, wir wieder, ne? Au. Ihr habt doch parried. Au. Au. Kann der hier reinkommen? Das wäre das Schärfste, du. Der hat Blitz. Okay. Mach mal Platz. Du, Scheiße, ich kann nicht mal ausweichen hier. Krasses Vieh. Krasser Bettler. Na komm. Autsch. Oh, nehme ich mal Ludwigs Schwert. Mal sehen, was das hier macht. Ah, sag mal. Ne, das macht noch weniger. Oh. Ach, du heiliger Bimbam. Ja, ja. Ich glaube, an dem muss ich dran kleben. Okay. Ich weiß nicht, ob das Bestienblut gegen den so gut ist.
Bestienblut-Tablette, aber ich nehme nochmal eine. Guck mal, jetzt ist er wieder normal, der Arsch. Oh, nee, doch nicht. Ja, ja. Uah. Wie schnell der auch ist, ne? Au. Naja, komm. Oh, oh. Nein, nicht noch der Rabe. Oh Gott. Bleib weg, du Rabe. Du dreckiger Rabe. Wow. Diese Attacke da, die ist ganz schön heftig. Au. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah, Mann. Diese schnellen Gegner, ne? Mit denen komme ich gar nicht so zurecht. Oh, was? Das war ein Parry. Sterbt! Sterbt, sterbt! Jäger sind Mörder! Nichts anderes! Ja, sagst du, ne? Ihr nennt mich eine Bestie? Was wisst ihr denn schon? Ich habe nicht darum gebeten. Ja, komm. Wie, du hast mich darum gebeten, so zu werden, oder was? Widerliche Bestien, wir alle. Oh. Bestie. Ich glaube nicht, dass er sich das Schicksal ausgesucht hat, der arme Kerl. Ja, ich sage, es ist ein armer Kerl, weil wer will schon gern zu so einer Bestie hier mutieren? Das ist, glaube ich, nicht nett. Naja. Okay. Wir haben Bestie erhalten. Das kann ich mir jetzt wahrscheinlich im Traum des Jägers dann einsetzen gleich, aber ich schaue mal ganz kurz, was es bringt. Wo haben wir es denn? Bestie. Verstärkt vorüber... Nee. Hä? Die hat... Warte mal, die hat 20 und die andere... Moment. 50. Okay. Ich weiß ja jetzt auch nicht. Wir kennen mal den Traum des Jägers zurück. Und sehen mal. So, dann werde ich mir die mal einsetzen. Und, ja, weiß nicht, ist das... Nee. Was mache ich denn? Die kann ich doch so jetzt einsetzen schon, oder? Nee, wie... Ja, ach so, hier am Altar. Ich war ganz, ganz kurz verwirrt. So, machen wir mal die 50er-Bestie rein. Schwurgedächtnis, was ist das? Kirill-Runeneffekt, ja, schön. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Entweder habe ich den falsch pariert oder ich kann ihn nicht parieren. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich nicht richtig gewesen vom Timing. Oder unfähig. Das kann auch sein. 5000! Dieser Blutcocktail, den ich wirklich für unnütz befinde. Weiß ja auch nicht, wie ihr das seht, aber ich habe jetzt von keinem gehört, dass das Ding wirklich, wirklich gut ist. Der Pfahltreiber. Den soll ich mir doch mal holen, bitte, sagtet ihr. Ja, komm. Ich mach's halt mal, der liebe Willen. Weil ihr es ja unbedingt sehen wollt. Guck mal, das kann ich jetzt sogar... Och nee, oder? Es fehlen mir echt nur 13 Blutechos für den Mist. Warte mal, da verkaufe ich was. Brauche ich jetzt nochmal so eine Ploppe, sinnloserweise? Eine. Gut. Nein, der... Der Pfahltreiber. So, guck mal. 17 Seelen nur noch. Blutechos. Seele. So, und wir nehmen den Pfahltreiber. Cool. Okay, und wenn ich ihn aufklappe... Hä? Jetzt ist er ein kleines... Kleine Waffe... Oh! Okay, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus, als ich es mir vorgestellt hätte, die Angriffsmuster. Okay. Das macht irgendwie kaum einen Unterschied, oder? Von der... Wow! Bitte was? Das hat eine Silberkugel verbraucht, aber... Nee, hä? Wie habe ich denn das jetzt eben gemacht, bitte? Muss der ausgefahren sein und jetzt? Nee, eingefahren und jetzt? Wutz! Oh, das ist ja cool. Naja, trotzdem nicht meine Waffe. Ich habe ihn gezeigt.
Und damit meine Schuldigkeit getan, würde ich sagen... So, warte mal, ihr sagtet, wenn ich das Schwert jetzt hier zweimal nutze... Hätte ich da ein cooles Moveset, wenn ich das dann verwandle. So. Ne, ist dasselbe. Ne, irgendwie ist es genau dasselbe. Warte. Ha. Huh. Ja, nee, macht immer dasselbe. Weil ihr sagtet, da habe ich noch einen coolen Move, wenn ich irgendwie jetzt umschalte, während ich dann zweimal geschlagen habe mit der normalen Klinge. Was wollte ich noch zeigen? Was wollte ich noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Gehen wir nochmal in den Kathedralenbezirk. Und, nee, oder die große Kathedrale. Ich glaube, es geht schneller. Und da nochmal zu diesem unsichtbaren Mistding, das mich gegriffen hat. So unheimlich aus, diese Statuen. Ne, hier ist nichts mehr. Oh Mann, diese Köpfe da, sind die nicht von Josefka, wenn ich so genau drüber nachdenke? Diese Tentakel überall. Gruselig. Gruselig. Nein, ich bin kein Freund von Tentakeln. Weiß nicht, wie es euch da geht. So. Und diesmal werde ich schauen, dass ich die Typen daneben doch erledige, die mit den Gewehren, weil die kann man töten, meintet ihr. Die kann man wohl töten. Und tap. Geht so im schnellsten. So, da kann ich vielleicht noch hier mit jemandem quatschen? Also nochmal was anderes? Hallo. Okay. Ich lasse dich schon in Ruhe. Okay. Denen geht's nicht so gut, glaube ich. Oh, noch ein Sackträger, guck mal. Komm. Oh, das war nicht so. Ups, willst du wieder ansaugen, ne? Danke für den Besuch. Blutsteinscherben. Oh Mann, ihr habt mir gesagt, ich bin noch immer im ersten Drittel des Spiels. Leute, wollt ihr mich rollen oder trollen oder so? Ach, sieh mal, den Weg bin ich noch gar nicht gegangen hier. Da komme ich jetzt wahrscheinlich auf das Plateau, wo die Typen schießen. Ja, wie gut, dass ich mich hier so aufmerksam umsehe, ne? Ja, ja. Rugan, machst du gut. Machst du gut. Oh Gott, da sind sie. Die Ärsche. Ja, ja. Habt euch verdient, ne? Tod für dich, weil du bist tot. Ach, guck mal, meine Kugeln abholen. Gib die her. Meine Kugel. Meine Blubbel. Ja, ich soll auf jeden Fall die Monster... Oh, guck mal, wie dunkel es wird. Sieht man den... Oh, Vollmond. Ist ja schön. Ja, leider kann ich die Quest mit der Vogelfrau nicht mehr abschließen, denn ich habe es ja jetzt schon erledigt, das Klerikerbiest. Und das war das Erste, was sie mir aufgetragen hätte. Ja, was mache ich denn? Ich wollte eigentlich das. Ja, egal. Und. What? Ah, schön. Die Wanst. Die Wanst vor allem. Den Wanst aufgeschlitzt. Na, kommst du? Hast du Bock? Hau. Wow. Ich habe nicht drauf geachtet, aber geben die jetzt mehr? 1987, Blutechos? Wie viel war es denn vorher? So, ist das jetzt ein Boss oder was? Das kann ich so genau wissen. Ich habe ja diesen komischen Mandelstein da. Das ist verschlossen. Hä? Kinder? Was passiert da eigentlich? Warte mal, wo habe ich denn den Mandelstein? Geht rechts an, an der großen Kathedrale vorbei und sucht nach einer alten verborgenen Kirche. Die Gabe der Gottheit wird euch Kraft gewähren. Ich glaube das nicht. Das ist voll die Verarsche hier. Ja, seht ihr? Warte mal, der tötet mich jetzt wieder. Oh.
Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Habt Erbarmen mit dem armen Kerl. Albtraum-Unterrichtshörsaal. Achievements. Okay. Ich höre eine Glocke. Eine Lampe. Ist klar. Guck mal. Lecker, lecker, lecker. Was haben die da alles Schönes eingelegt? Sag mal. Dann war das ja doch keine Verarsche. Entschuldigt, wenn ich euch da... Warte, ich werde auf jeden Fall die Lampe nutzen. Sieben. Die kleine Lampe. Oh Gott. Was ist das hier? Ich muss doch noch auf die Hemwick, an die Hemwick-Kreuzung, ihr erinnert euch, da habe ich... Was für eine Freude ist es, das Göttliche zu erblicken. Es muss ein solcher Genuss sein. Ihr steht in meiner Schuld, wisst ihr? Ihr seid beinahe eine wilde Bestie. Aber jetzt seid ihr hier und tanzt mit den Göttern. Okay. Sind eure Füße so langsam wie euer Verstand? Oh, hört auf zu zittern. Wagt den Schritt. Werft euch den Wölfen vor. Sind eure Füße so... Oh, hört auf. Okay, ich bin ein bisschen... Wow. Bin gerade ein bisschen eingeschüchtert. Was auch immer dieser Arsch von uns will. Ja, Geheimwände, ne? Ich hab's noch nicht aufgegeben, diesen Traum. Ich weiß, ich weiß. Es gibt keine Geheimwände, nur in den Kelch-Dungeons. Aber trotzdem. Was? Welche Wölfe? Ich verstehe nicht, was er meint. Wahrscheinlich wird es ja gleich wieder zu kämpfen kommen, kann ich mir vorstellen. Ich höre auf jeden Fall schon mal was rummachen da drüben. Was ist das hier für ein Labor? Sag mal, die sind ja alle krank, oder? Oh, ein Hörsaal. Wow. Okay. Ih, was ist mit deinem Kopf nicht richtig? Uah. So ein schleimiger Blob. Okay. Da drüben liegt überall was. Ich will das haben, aber ich weiß nicht, ob mir gleichzeitig nicht wieder was auf den Kopf fällt. Oh Gott, der liegt schon ein bisschen länger hier. Schlüssel zum Unterrichtshörsaal. Was ist denn der hergekommen? Der ist von da oben irgendwie runtergefallen. Ah, Schüleruniform und Schülerhose. Die kann ich mir spaßeshalber mal anziehen, oder? Was macht die denn? Wo haben wir's? Uniform der Schüler von Bergenworth, der ehemaligen Lehranstalt. Bei dieser Version fehlt der dicke Umhang. Die Hallende Kirche hat ihre Wurzeln in Bergenworth und lehnt sich daher stark an die Uniformgestaltung an. Dass der Schwerpunkt nicht auf Wissen oder Überlegung, sondern auf reiner Anmaßung liegt, würde Meister Willem zur Verzweiflung bringen, wenn er es wüsste. Okay, das Ding hat sehr großen Schutz gegen Arkanen. Warte mal, was habe ich da eben noch bekommen? Die Hose? Schülerhose. Ja, nett. Lass mal kurz an. Hallo. Ist hier noch was versteckt im Hörsaal? Das ist ein riesiger Hörsaal. Oh, ich glaube, die Akustik ist hier nicht so geil, weil da oben ist viel zu viel Platz noch. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man hier so gut alles versteht. Ich denke die ganze Zeit, hier ist was. Hört doch mal. Es ist hinter der Wand. Ich denke die ganze Zeit, in diesem Raum kommt gleich was und greift mich an. Oh Gott, ist das gruselig.
Ich find's ziemlich gruselig, Leute. Aber sehr detailliert alles, sehr schön. Gefällt mir. Ich will trotzdem nichts ununtersucht lassen. Oh, da gehe ich gleich nochmal hin. Ja, ich weiß, aber wenn ich jetzt einen Schlüssel benutzt habe, um weiterzukommen, dann wird es da auch hundertprozentig weitergehen. Und deswegen alles nochmal absuchen, woran ich vorbeigekommen bin. Da geht's wieder rein. Zum Hörsaal. Mann, dieses... Es ruckelt halt nicht, aber es sind niedrige Frames, das wollte ich sagen, weil ich ja sagte, es ruckelt hier öfter mal. Nee, nee, das sind alles niedrige Frames. Das ist nicht schön. Oh Gott, oh Gott. Könnte alles Mögliche lauern. Ich muss vorsichtig sein. Ein rotes Gelee? Gucken wir uns mal ganz kurz an. Das ist bestimmt was zum Ploppen für Seelen, für Echos, ne? Nee, ist es nicht. Material für das Ritual, oder für ein Ritual des heilenden Kelches. Oh Gott, das ist ein Embryo. Totgeborene Kinder, die von einer unbekannten Kreatur geboren wurden, die in den Ecken des alten Labyrinths lebt. Und ich habe eben Blutechos bekommen, wofür auch immer. Wahrscheinlich ist da wieder irgendwo was runtergefallen. Na gut, Leute, ich würde sagen, für diesen Part reicht's aber mal wieder. Ich muss da ein bisschen was rausschneiden, die Tode zum Beispiel. Die werde ich, glaube ich, gar nicht mit reinbringen aus dem Turm, habe ich ja gesagt, die lasse ich raus. Ja, auf jeden Fall wäre es richtig cool von euch, wenn ihr mich weiter unterstützt. Es ist nur ein Klick für euch, aber mir hilft's ungemein. Schreibt mir einen Kommentar und wir sehen uns wieder zu Bloodborne!